in Alemannia Aachen in der Drei-Spiele-Arena, die nach Schlusspfiff eingestampft wird. Fortuna, zwei Spiele, zwei Siege ohne Gegentor im Ausweichblatt hier in Rot gegen Alemannia Aachen. Und gleich geht sie los, die wilde Fahrt. 12 Minuten gespielt, Rösler gegen Hoos. 11 Meter, sowas von zweifelsfrei. Und auch die rote Karte gegen den Alemannia-Keeper, für mich eine unstrittige. Der 22-jährige Keeper, jugendlich, unbekümmert. Und Krumpen, der für ihn kommt, der ist auch 22 Jahre alt. Und der hat es gleich mit einem Spezialisten zu tun. Lange Ecke, trifft zum 7. Mal vom Punkt. Letzte Woche gegen die KSC hat er noch versemmelt. Nur 8 Minuten später. Nein, das sind nicht dieselben Bilder. Beister gegen Krumpen. Unterschiedlicher Handel der Personen, aber auch Torwartfoul gegen Stürmer, 11 Meter, diesmal nur gelb von Peter Sippel aus München. Und auch bei der Ausführung hat Fortuna etwas Neues. Krumpen kann er weiterspielen, sonst müsste bei Peter Hyballa ein Feldspieler ins Tor. Rösler gegen die alten Kollegen, da trifft es sich besonders gerne. Fortuna Düsseldorf, um im Fortuna-Jargon zu bleiben. 12 Points, Busepoint, Fortuna. Und wir schauen mal drauf. Für diese Situation gab es Rot und für diese Gelb. Wo sind die Unterschiede? Wie dem auch sei, die Alemannia jetzt in Unterzahl und mit 2 Toren im Rückstand. Beste Stimmung auf den letzten Metern dieser Arena. Und immer wieder die Fortuna. Lamberts, so viel macht er eigentlich nicht falsch. Alemannia Aachen bis zu diesem Zeitpunkt sehr diskret in Düsseldorf unterwegs. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Ecke Kratz. Stehle mit vorne, Resultatsverbesserung durch den Innenverteidiger, 2. Saisontor, sein 10. in 7 Jahren Alemannia, Verteidiger halt. Aber Zuordnung, was ist das? Die Frage an die Düsseldorfer Innenverteidigung. Und eine Frage an viele Scouting-Abteilungen, wer hat dieses Talent am Ball übersehen? Als Fotograf ist er richtig verschossen. Fortuna macht jetzt das einzig Richtige. Spielt tief, lässt den Gegner auf sich zukommen und kontert, wenn auch gemächlich, aber effektiv. Beister ist auf und davon, Stehle. Auch dieses Foul nicht wirklich diskussionswürdig, aber die Schiedsrichter tat danach. Für mich im Bereich des Verhinderns einer glasklaren Torchance, da hat das Fußballregelwerk eigentlich die rote Karte. Zippel belässt bei Gelb. Beister wäre durch gewesen. Absolute Glückssache für Stehle. Sein Trainer holt ihn danach runter. Allerdings darf er einen neuen bringen mit Kasper. Ganz zaghaft die Aachener Versuche in Richtung 3. Sieg in Folge. Das ist Höger mit der Andeutung einer Kopfballchance. Der Junge steht ganz groß auf dem Einkaufszettel von Schalke 04. Fink, Meister, Ballannahme, Verarbeitung und Abschluss. Ein Vorgang, 3:1 und was für eins. Der Junge gehört dem HSV. Ich könnte mir denken, Enning will den wieder haben. Achenbach natürlich viel zu weit weg vom Torschützen und Gegenspieler. Aber so schön kann die Lena gar nicht singen, wie dieses Tor aussieht. Gelbe Karte, die gibt es halt noch, weil es so im Regelbuch steht. Für mich eine der irrsinnigsten Regeln des Fußballs.
Aber die Alemannia lässt sich nicht hängen. Schrieber, Auer, der wollte mal die 20-Tore-Marke knacken in einer Saison. Ratajczak hat was dagegen. Der Rest war weitestgehend Sommerfußball in der Ausweicharena. Christ darf auch noch mal mittun, quasi sein Abschiedsspiel, und Lukimia hätte so gerne sein erstes Saisontor gemacht. Das war's dann für Meier und Co. Und das war's auch für diese Arena. Ein Teil wird versteigert, der Rest wird platt gemacht, und Fortuna Düsseldorf denkt sich schon, was wäre in dieser Saison alles drin gewesen mit einem besseren Start.